Moin zusammen, ich grüße euch alle. Herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ja, heute soll es mal um einen Test gehen, beziehungsweise einen Vergleich. Ich habe hier einmal mein Victorinox Trailmaster und das Mikrof Praktik. Beides Sackmesser der 111 mm Klasse. Also ich würde sagen, ja, schon doch ordentlich von der Größe und von den Möglichkeiten her ähnlich gelagert. Dazu soll es heute mal was Besonderes geben. Ich habe mich mal mit dem Werkzeugteil der Säge beschäftigt und wollte mal die Unterschiede mal ausarbeiten und euch mal zeigen, wo eigentlich die Unterschiede sind. Fangen wir mal damit an. Das Victorinox selber, das 111er, das ist hier mein Trailmaster oder auch faktisch die zivile Version des Soldatenmesser 08 ist unserer Bundeswehr. Hat bekanntlicherweise auch eine Säge. Die kann man hier einfach hinten rausfummeln und fertig. Arretiert nur per Sliplock, das heißt, es ist ohne Arretierung, es ist einer Slipjoint-Mechanismus. Ist allzeit bekannt, ein wohl auch sehr bissiges Aas. Die Säge ist noch nicht gebraucht, die ist brandneu. Auf der anderen Seite haben wir noch die Mikrof-Säge. Die Mikrof-Säge ist ähnlich, aber nicht genauso. Im Unterschied zur Victorinox-Säge verriegelt die Säge bei Mikrof mit einem Liner-Lock. Und auch das Ganze ist auch ein bisschen anders gemacht. Bei Victorinox geht die Säge nach vorne, wo die Klinge hingeht. Und die Säge bei Mikrof, die ist am Ende des Griffes unten, also komplett das Gegenteil. Von daher ist die Griffergonomie total anders. Oben hat man bei Mikrof halt ein bisschen mehr Grip und hier oben bei Victorinox ist der Grip etwas kleiner ausgefallen. Ansonsten kann man sich mal das ansehen von der Säge her. Ist eine ähnliche Sägezahnung. Hier vorne ist der, wie soll ich sagen, das Endstück etwas dicker ausgefallen als beim Victorinox und ja, sind beides nicht poliert, sondern nur maschinell von der Seite her angeschliffen. Haben beide ziemlich scharfe 90 Grad angeschliffene Sägerücken und sind auch gut für einen Firestyle. Bei der Dicke der Sägen muss ich leider mal sagen, dass der Victorinox, wie es aussieht, den kürzeren zieht. Da ist noch gut, ich sag mal, gut ein Viertel mehr auf Seiten von Mikrof, was Materialstärke betrifft bei der Säge. Und das sind so auch die Unterschiede zwischen den beiden Sägen. Fangen wir damit mal an und ich denke, wir machen mal einen kleinen praktischen Test, wie es aussieht mit dem Sägen. Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, ich habe hier ein Stück trockenes Kiefernholz mal hier eingespannt. Und wir werden mal gucken, was die Sägen so alles können. So, fangen wir mal mit dem Klassiker von Victorinox an. Wie gesagt, reiner Slipjoint, keine Verriegelung. Beide Sägen brandneu, nur nie in Gebrauch gewesen. Und los geht's. Das war schon mal nicht schlecht. Jetzt zur Mikrof-Säge mit Arretierung mit Liner Lock. So, wie ihr an dem kurzen Test sehen könnt, haben sich beide Sägen hervorragend gut geschlagen. Ich konnte beim Sägen zwischen den beiden Sägen
keinen Unterschied feststellen. Die sind beide circa gleich scharf. Und das sagt mir mal wieder, dass da Mikov definitiv letzten Jahre an der Säge nachgebessert hat. Was vor ein paar Jahren noch so üblich war, dass an der Mikov-Säge, sag ich mal, der letzte Feinschliff nicht existent war. So würde ich mal sagen, haben sie den nachgeholt. Victorinox, wie gehabt, eine sehr, sehr, sehr bissige Schärfe. Also in dem Fall auch wie das Mikov. Ich kann dahingehend von den beiden hier keinen Unterschied feststellen. Was die Handergonomie betrifft, da fand ich, dass Mikov, aufgrund, dass es hier oben breiter war, einen Tacken besser als bei Victorinox. Wobei mir die Einhandöffnung hier ein wenig unkomfortabel erschien. Ich denke, da wäre die Zweihand-Variante vielleicht besser. Vielleicht tue ich dem Victorinox auch dahingehend Unrecht. Aber ich sag mal so, beide Sägen funktionieren tadellos. Ergonomisch gesehen, vom Arbeiten her, ist das Mikov einen kleinen Tacken besser. Gucken wir uns mal die Hölzer an. Wirklich sauber, glatt, durch. Auch hier das von Mikov. Da ist, sag ich mal, im Großen und Ganzen kaum ein Unterschied. Das Holz ist furztrocken, das ist kein Grünholz. Das ist abgelagertes Kiefernholz aus meinem Kaminreservoir. Ich würde sagen, beide Sägen haben ihre Dienste gut gezeigt. Sie haben gezeigt, was sie können. Und selbst der Underdog hat in diesem Punkt aus meiner Sicht gleich aufgelegen. Wobei ich sagen muss, Handlage bei Mikov für mich gut eine halbe Hausnummer besser. Mit Liner-Lock-Verriegelung natürlich noch eine Klasse besser. Ja, soviel zum Test zwischen Victorinox und Mikov, was die Säge betrifft. Ich hoffe, es hat allen ein bisschen gefallen. Das soll's gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.